und damit herzlich willkommen zur SummerSlam-Prognose. WWE Intercontinental Championship Triple Threat Match, Ryback als Champion gegen Big Show und The Miz. Jawohl. Und hier kommt der Champion, Ryback. From Las Vegas, weighed 291 pounds, he is the Intercontinental Champion, Ryback! The champion is going to take care of business here tonight. Da haben wir Ryback. Der amtierende Champion. Und ich habe Ryback genommen, weil ich glaube, dass Ryback seinen Titel heute Nacht verteidigen wird beim WWE SummerSlam live ab 1 Uhr auf MaxDome natürlich. Das ist keine Werbung, sondern einfach nur ein Hinweis für alle, die es nicht wissen. Und hier kommt der erste Kontrahent. Hier kommt The Big Show. And introducing the challengers. Standing at 7 feet tall. Weighing 425 pounds. The Big Show. And this challenger feels they can beat the champ. I'm not sure I agree, but anything can happen in a WWE ring. Das ist natürlich ein ziemlich hartes Los für The Miz, aber wer Champion werden will, der muss auch an Ryback vorbei und natürlich dann auch halt an The Big Show. Diese SummerSlam-Prognose, es gibt insgesamt 3 Videos, ich mache die 3 Top-Matches, also nicht Top-Matches, Top-Matches wäre für mich natürlich auch Kevin Owens gegen Cesaro auf jeden Fall. Aber die 3 Top-Matches jetzt in dem Sinn, die man in WWE 2K15 halt eben prognostizieren kann, also das ist einmal The Big Show gegen Miz und Ryback als Champion. Und um 19 sowie um 20 Uhr kommt jeweils dann noch ein weiteres Match. Welche Matches das sind, lasst euch überraschen, Freunde. Lasst euch überraschen. Jawohl. Ich weiß nicht, diese Zwischenkommentare hätte man sich bei WWE 2K15 aber auch sparen können, ne? Solche random Kommentare einfach wie Everything can happen in a WWE Ring. Oder WWE Ring. Hey. Oh, und der Champion denkt, er könne heute gewinnen. Das ist ein bisschen below. Aber gut, passt schon. Passt schon. Bald steht ja WWE 2K16 in den Startlöchern. Freue ich mich natürlich mega drauf. So. Titelmatch, baby. Intercontinental Championship. Intercontinental Heavyweight Wrestling Champion. Jawohl. Und der ist meiner Meinung nach dem Match immer noch Ryback. The Miz, Ryback und The Big Show. Und los geht's. And even though it's every man for himself in a triple threat match, you have to be prepared to face a double team assault. Boah, das wird ein hartes Match, glaube ich. Ryback ist natürlich, wie gesagt, als Champion sehr, sehr gut dabei. Oh, ist das ein... Ne, ist kein Submission Move, okay. Oh, Vorsicht. Nein. The Miz. Bei so einem Triple Threat Match ist natürlich die Gefährlichkeit für den Champion, dass er selbst nicht gepinnt werden muss, aua, um seinen Titel zu verlieren. Das ist natürlich eine ziemlich krasse Nummer. Das heißt, er muss selbst quasi nicht die finale Attacke bekommen und den Three Count einstecken, um sein Championship zu verlieren. Das heißt, wir könnten jetzt theoretisch gesehen, könnte Big Show auch einfach misspinnen und dann ist er neuer Champion. Das ist natürlich eine ziemlich harte Nummer und wir hauen nochmal auf Big Show hier und sehr schön. Es liegt noch Miss ein mit. Ja, Ryback, das ist schon eine Kampfsau einfach nur. Whoops.
Ich weiß noch, der Intercontinental Championship und der US Championship waren, wow, Belly to Belly gegen Big Show. Waren früher immer meine Lieblingstitel, weil die auch immer bei WWE Velocity und Heat quasi auf dem Spiel standen, so zwischendrin immer mal. Kennt noch jemand WWE Heat und Velocity? Alter. Das waren immer so zwei Sondersendungen quasi, so sowas wie WWE Superstars oder so. Die halt dann immer noch auf Premiere früher kamen. Das habe ich immer zu gerne geguckt, weil das kam immer freitags auf Premiere um, ich glaube, 23 Uhr oder so. Das durfte ich dann immer gucken. Boah, ich bin mich auch voll gefreut. Feed me more! Und Belly to Belly Suplex gegen The Miz. Oh man, that knee looked painful. Yeah. Oh cool, da machen die Fans mit. Das finde ich super. Oh, Ryback ist ja natürlich der dominierende Champion. Nein, nein. Big Show drauf damit. Schöner Backdrop von The Big Show. Und was kommt jetzt? Ein Lockup. Vergiss es, Mann. Es geht hin und her hier, es geht hin und her. Und jetzt The Miz. Alter. Nein. Nie im Leben, Alter, nie im Leben. Wenn man das mit The Big Show macht, kracht der Ring zusammen. Ui, 0 bis 1. Lass mich mal ganz kurz was gucken, bitte. Ich muss nämlich mal schauen, Match-Option ist... Ist Disqualifikation ausgeschalten? Ich weiß es nämlich nicht. Normalerweise beim Triple Threat Match ist... Das Einsetzen von Gegenständen erlaubt. Ich weiß es aber nicht. So, Doppelmove hier gegen The Miz. Der Arme, doch, der tut mir leid, ey. Was hat ein Ryback nochmal für einen Move? Achso, okay. Ey, Big Show, ganz easy. Jetzt habe ich keine Ausdauer mehr, Mann. Fuck. Oh. Erstmal regenerieren ein bisschen. Aua. Yo. Und jetzt. Das war ein krasser Konter von The Big Show. Nein. Nein, ich glaube, der will uns. Ich glaube, Miss, steh auf, Mann. Miss. Nein. Fuck. Boah, das war knapp. Boah, war das knapp. Nein. Jetzt also doch gegen The Big Show. Und? Yo! Nein! Oh, Vorsicht. Ich bin jetzt erstmal ein bisschen easy-weasy hier. Hi. Komm schon. Komm schon. Wir müssen uns, glaube ich, wir müssen es durchführen, unseren Finisher, bevor Big Show aufsteht. Nein, Big Show, du Sau. Auf mit. Und Shell Shock. Oh, Pin. 1. 2. Alter, was für ein Smart Move. Was für ein Smart Move, Alter. Wie geil. Danke, Big Show. Danke. Wirklich. Boah. Hier. Big Show geht raus. Was macht der Schiri da? Ich habe keine Ahnung. 2, 3. Warum das so lange gedauert hat. Aber Titel verteidigt. Ryback. And still the
Intercontinental Champion, Ryback! Das war das erste Match der WWE SummerSlam Prognose. Um 19 Uhr kommt das nächste Match. Bis dahin.